schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Der 17. September ist ja traditionell der Welttag der Patientensicherheit von der Weltgesundheitsorganisation und dem Aktionsbündnis Patientensicherheit ins Leben gerufen, um eben für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. Denn Menschen, die in ein Krankenhaus kommen, die müssen darauf vertrauen können, müssen das Vertrauen haben, absolut sicher zu sein. Und der heutige Welttag der Patientensicherheit steht unter dem Motto sicher vom ersten Atemzug an. Beispielsweise hat Asklepios ein Konzept, das nennt sich SAFE. Da werden seltene Notfälle, die passieren können, sozusagen trainiert in der Theorie, in der Praxis, interdisziplinär, das heißt übergreifend. Und das ist eben sehr, sehr wichtig und schafft Vertrauen. Wir haben heute verschiedene Stationen an diesem Tag hier aufgebaut bei uns in der Klinik. Händehygiene ist ja ein ganz wichtiges Thema, auch gerade in Corona-Zeiten natürlich umso mehr. Das heißt, wir gehen gleich mal zu einer Station, wo man in einem Selbstversuch testen kann, wie sauber die Hände sind, wenn man sie gewaschen hat. Das schauen wir uns gleich mal an. Dann gucken wir mal zum Kreißsaal, welche Angebote wir dort eigentlich haben. Wie gesagt, Kreißsaal, das ist Wellness. Die Eltern sollen sich wohlfühlen, aber auf der anderen Seite muss es auch absolut sicher sein. Ein ganz erklärtes Ziel in unserer Klinik ist die Vermeidung von Infektionen, die wir natürlich durch Händedesinfektion vermeiden können. Es ist eine Aktion der sauberen Hände von der Weltgesundheitsorganisation 2005 erklärt worden und seitdem leben wir das auch in der Klinik. Um mal zu testen, wie das funktioniert, haben wir hier so eine Blackbox. Da kann man sich die Hände desinfizieren und dann nachschauen, wie die Hände desinfiziert sind. Damit es uns immer bewusst ist, auch hier in der Klinik, machen wir es so, dass wir einmal im Jahr eine Aktion saubere Hände gestalten. Das wird bei uns im Forum im Krankenhaus aufgebaut. Alle Mitarbeiter kommen auch und gucken sich ihre Hände an und es ist wirklich so, wir sind alle ganz stolz, wenn es geklappt hat, wenn die Hände gut desinfiziert sind und werden hellhörig, wenn es halt nicht so ist. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich doppelt wichtig gewesen, auf eine absolute, strikte Händedesinfektion zu achten. Das Wohlergehen von Ihnen und Ihrem Kind liegt uns besonders am Herzen. Darum schulen wir unsere Teams regelmäßig in interdisziplinären Trainings. Herzlich willkommen. Heute geht es hier bei uns um Patientensicherheit, was ja schon bei uns im Kreißsaal anfängt. Wir haben hier ein paar Sachen aufgebaut, ein paar schöne Pröbchen, wer möchte. Genau, einfach ein bisschen zur Anschauung, fängt ja schon in der Schwangerschaft an, was über den Mutterpass alles dokumentiert und bewacht wird, das wissen Sie ja selber jetzt ganz gut. Genau, ja, wir haben bei uns, dürfen die Männer auch mit zur Geburt, also natürlich getestet, genesen oder geimpft und genau, wir haben noch, denke ich, im Moment auch ein besonderes Angebot, unsere Familienzimmer, die trotzdem stattfinden. Davon haben wir zwei Stück und versuchen das möglich zu machen, natürlich, wenn es der Platz erlaubt. Ne? Ja, genau, wir bieten noch eine Nachbetreuung an, also wer auch Interesse hat oder noch keine Nachsorgehebamme gefunden hat, auch das bieten wir an. Aber ich bin das schon mal beruhigend zu wissen, dass das auch mit dem Familienzimmer möglich ist. Und dass der Partner halt auch mit darf. Ja, ich denke mal, das erlebt man nicht oft im Leben. Ja, ne? Genau. Wenn das Kind dann das erste Mal schreit, die Nabelschnur durchtrennt wird, ne? Und dann ihnen auch auf die Brust gelegt wird, dann können sie erstmal runterkommen, man hat es geschafft, ist alles in Ordnung. Die Patientensicherheit beginnt ja schon im Kreißsaal, also vom ersten Atemzug an sozusagen. Wir kennzeichnen die Babys mit zwei Armbändern, eins an dem rechten Handgelenk und eins am linken, damit eben, falls eins verloren geht, eine Kennzeichnung trotzdem noch vorhanden ist. Schon seit längerer Zeit gibt es ja das Rooming-In sozusagen. Also es gibt kein Kinderzimmer mehr, wo die Kinder alle zusammen drin sind, sondern bleiben 24 Stunden bei den Müttern. Und so ist eine Verwechslung ausgeschlossen quasi vom Kreißsaal. Ebenso zur Sicherheit gehört die Nachsorge der Mamas und der Babys zu Hause. Das bieten wir natürlich vom Kreißsaal auch an. Häufig haben sich die Frauen ja schon die Hebamme im Vorfeld in der Schwangerschaft gesucht. Und dort wird man 8 bis 12 Wochen nach der Geburt von der Hebamme betreut. Ja, wir haben hier einen neuen Veranstaltungsraum heute eingeweiht. Das ist das Asklepios Herzklinik Forum auf dem Gelände der Asklepios Herzkliniken und hoffen, dass wir, wenn es die Corona-Entwicklung erlaubt, auch in Zukunft wieder mehr
physische Veranstaltungen machen können. In der Zeit dazwischen haben wir die Patientenakademie, unser Forum mit Gesundheitsthemen für die Bevölkerung, digital veranstaltet. Das heißt, wir haben einen Videopodcast gedreht zu verschiedenen Gesundheitsthemen, die Sie auf unserer Webseite finden können.